Ist euch eigentlich schon mal aufgefallen, dass die Goblins, also die Kobolde, den gleichen Friseur haben wie die Schweinereiter, also hier mit dem schönen roten Irokesenschnitt. Jetzt müssen wir allerdings in ein anderes Armeelager fahren. Und der Schweinereiter hatte ja auch so einen Irokesenschnitt, etwas breiter im Schnitt, aber noch ein bisschen verschönert um den Kopf rum, nämlich mit diesem starken, wirklich starken Kopfband. Sieht wirklich gefährlich und gut aus, aber gleicher Friseur. Und wir starten mit dem Querbeet. Viel Spaß! Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Arturo, beim Clan Bettaste. Ja, Batman, die Fledermaus, ist auch bei uns im Clan. Wir haben natürlich auch Prominenz hier. Und ja, ich habe jemanden Jubelschreien hören. Oh mein Gott. Ja, das ist natürlich echt eine Oh mein Gott-Base. Alter, Donnerwetter. Also er hat die typische Kanone. Die eine, die man ja baut, die hat er, glaube ich, sogar Max Level. Und klar, so eine Base hat natürlich auch Max Tesla. Aber ich meine, und ihr seht das jetzt hier, jetzt kommen die ganzen Kobolde hier mit rein oder im Englischen Goblins hier mit rein. Und ja, die sind natürlich viel zu schnell und sie gibt hier einfach alles. Richtig krasses Ding hier. Also das nenne ich mal richtig schön Lot. Vor allen Dingen hier so in der Liga hier unten Silber, ja. Da hat er wahrscheinlich gedacht, ich verstecke mich mal in Silber. Das nützt alle nichts. Irgendwann wirst du gefunden und dann kommt jemand von Bettaste vorbei und nimmt dich hier so auseinander. Hast du deinen hart erkämpften Lot? Ich denke mal, für so einen hier ist das hart erkämpfter Lot. Leider mit einem Schlag verloren. Ja, natürlich nicht ganz. Man gewinnt ja nur prozentual, aber schön gemacht hier. Und ich denke, die 6648 Dunkles, die lässt man sich nicht entgehen. Also schönes Ding hier. Ich hatte allerdings auch so eine Base angegriffen. Die Tage, ich habe den, glaube ich, noch in den Attacks hier drin. Jetzt muss ich mal gucken. Ich glaube, es war der hier unten. War es der? Ja. Ich meine, ihr seht das hier. Auch ich habe hier alles gegeben gegen so eine Base hier. Gegen so eine Base. Was ist das? Ja, ich meine, das ist eine Base, der hat Luftabwehr. Der hat nur Luftabwehr und hat natürlich Max Tesla in der Mitte, klar. Aber der Rest hier, okay. Und die Kanone hier, die hätte ich ihm jetzt noch nicht mal wegmachen können, denn ich hab nicht eine Lufttruppe dabei. Also ein Lakai hätte ja jetzt hier gereicht. Aber vermutlich sind hier 8 oder 10 Luftfallen genau um diese Kanone gebaut. Und ja, das ist natürlich auch für mich hier, ich mach's mal ein bisschen schneller, für mich ein gefundenes Fressen gewesen. So eine Base hier. Ich meine, yo, du kannst mir jetzt ruhig meine Heiler kaputt schießen. Das macht nicht wirklich was. Das macht den Kohl in keinster Weise fetter. Oh, ah, nee, doch nicht. Der hatte Clanburg und einen Max Tesla hier. Also die anderen sind noch im Update. Und ja, Leute, ich weiß nicht, ob das nicht manchmal nach hinten losgeht. Ich meine, wenn du keinen Wert legst auf eine Base, auf eine vernünftige Base, sondern nur auf vernünftigen Truppen. Ich meine, jetzt guckt euch mal den Namen an, wie der Clan heißt. COC Hater. Ich kann es auch verstehen, dass du ein Spiel hast. Wenn ich so einen Account hätte hier, dann würde ich dieses Spiel auch hassen. Ich würde den Account hassen und ich würde es einfach löschen. Account löschen, Google-Konto löschen oder Apple-ID oder was auch immer. Keine Ahnung. Lohnt sich nicht wirklich. Aber wir machen heute mal so ein bisschen ganz, 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 ganz großen Querbeet-Mix hier durch Clash of Clans. Ja, und während ich so aufgenommen habe, habe ich mal ein bisschen Lot gesucht hier. Noch mit der Armee von vorgestern hier unterwegs. Also ein bisschen Heiler, ein bisschen Warden und ein bisschen Base. Ja, ihr seht diese Folge ja am Freitagmittag, also am Karfreitag. Und ich bin mich schon so ein bisschen am Vorbereiten für den Samstag. Ihr wisst, am Samstag fahre ich auf die Local Clash nach Hamburg. Und bin ich schon sehr, sehr gespannt, wen ich da treffe. Also ich werde in jedem Fall den einen oder anderen da treffen. Und jetzt muss aber eben mal, ja, jetzt machen wir die schon mal ein bisschen wütend hier, die Queen. Und jetzt sollen hier alle Truppen mit reingehen. Das machen sie auch. Was habe ich in der Clanburg? Perfekt. Perfekte Clanburg. Und ja, Toto, die beste Truppe hier nicht gesetzt. Das geht natürlich gar nicht. Die beste Truppe nicht gesetzt. Eieiei. Ah, jetzt kommt die beste Truppe aber zum Einsatz. Jetzt sind wir nämlich schon in der Mitte. Bestens, würde ich sagen.
Und jetzt können wir hier schon so ein bisschen unsere Loons rauslassen. Oh, da kommen die Truppen jetzt nicht weiter. Dann sollen sie mal hier jetzt springen. So, dann könnt ihr da springen, ihr lieben Truppen. Und dann machen wir hier jetzt schon mal die Kanone mit weg. Ja, so passt das hier alles noch ganz gut. Ja, ist eine Offline-Base hier. Habt ihr die Tage gesehen, lässt sich ganz chillig farmen. Auch wenn ich jetzt ein bisschen was verbrauche hier, das ist nicht so schlimm. Der Lot ist mir wichtiger, was dabei rumkommt, nämlich vor allen Dingen der dunkle Lot für den nächsten Level des Königs. Der nächste Level des Königs. Dann können wir die jetzt auch einmal zünden hier. Die Queen zünden wir gleich. Also ich glaube, die Queen ist noch in Heilung, oder? Die Queen ist jetzt noch in Heilung. Jo. Das passt so. Ja, Local Clash in Hamburg. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich werde den einen oder anderen da auch treffen. Ich werde noch nicht wissen, wann ich genau da aufschlage. Also wir werden hier morgens ganz normal losfahren. Ich meine, es ist ein Samstag. Es ist in Hamburg. Es wird voll sein. Es ist Ostern. Und ich bin mal gespannt, was uns da erwartet. Aber wir machen uns einen schönen Tag dort. Und ich werde mit den Jungs da, denke ich mal, aufschlagen. Die werden sicherlich auch so ein bisschen am Clash-Leben interessiert sein. Ja, und ihr seht das, ruckzuck bin ich eben mal in die Dorfbesuche hier reingesprungen. Es ist der Tom Simon XD und heißt, glaube ich, bei mir in den Kommentaren Splash. Wie heißt das? Splash? Splash Dude HD. Hallo, mein Tor. Jetzt könnt ihr mal wieder sehen, wie alt dieser Post ist und wie lange es dauert, bis ich eure Dörfer zeige. Also ihr müsst mir eure Post nicht unbedingt jeden Tag schicken. Die landen einfach dann im Ordner Spam oder ich muss sie dann leider löschen, wenn sie öfter mal rauskommen. Wir sind fast mit den Clan-Spielen fertig. Es haben sich fast alle Punkte gesammelt. Okay, in welchem Clan ist er denn eigentlich? Würde mich freuen, wenn du mal bei meiner Base vorbeischaust. Das mache ich jetzt heute mal. Und wir sehen hier ein Rathaus 10er im Clan Mr. Mobile Fanboy. Ist also nicht im Freds-Clan, sondern im Clan von Mabuy, glaube ich. Der eiert da mal so ein bisschen rum. So genau verfolge ich die Szene der beiden leider denn auch nicht. Und ja, wir sehen ja aber ein schönes Rathaus 10, denke ich mal. Oh, sieht gut aus. Ich weiß, ich kann es schlecht einschätzen, ob schon lange oder noch nicht so lange, aber die Infernos hier laufen natürlich schon so ein paar Wochen. Und auch diese Luftabwehren hier sieht also sehr, sehr gut aus. Helden wären, ja, sind noch auf Rathaus 9 Niveau. Also da hat er nicht ganz durchgehalten, so nenne ich das immer ganz gerne. Man will man. Klar, ich kann es verstehen, man will eher 10 werden, aber mit zu kleinen Helden, das stellen immer mehr fest, die halt sich sagen, ja, jetzt habe ich 10er King und 10er Queen, ist hier natürlich nicht so und jetzt gehe ich hoch auf Rathaus 10 und rocke da richtig die Bude um meine Infernos, die deffen sowieso alles, ist natürlich alles Quatsch. Aber sieht eigentlich ganz gut aus, 29er Queen und ein 26er King. Das können wir noch so durchgehen lassen und ihr seht, dass hier die Base auch komisch hier mit den Wegen. Aber so sollen wahrscheinlich die Truppen laufen und er ist in einer Liga, okay, das ist jetzt nicht ganz so hoch. Da kann man auch mal deffen, denke ich mal. Ja, dreimal immerhin schon, Saison ist ja noch nicht so alt, aber er hat eigentlich ganz gute Truppen hier mittlerweile zugange. 5er Golem, 2er Bowler, 4er. Pekka, okay, der ging ja jetzt erstmal bei Rathaus 9 auf 4 und geht jetzt hier noch 2 Level hoch, aber das sieht ganz gut aus. Also von Truppen und Zaubern, denke ich mal, ist er da ganz zufrieden. Und die Base hier, ja, ich denke auch da kann man noch ein bisschen was umstellen. Ich find einfach die Sachen hier viel zu weit außen, denn ich sag mal, wenn man jetzt über so ein Compartment hier reinkommt, dann hast du erstmal lange nichts, was auf dich ballert, ne? Muss man ja mal so sagen. Und der Topf der Begierde hier ist in der Mitte und der ist schnell erreichbar, glaube ich zumindest. Und deswegen bin ich nicht so ein Fan von solchen Bases, aber ich denke, sieht auf dem ersten Weg ganz gut aus. Man macht jetzt schon die Mauern hier, die Feger gehen hoch und ja, so ein bisschen wird sie natürlich deffen hier mit den Compartments, immer mit einer Luftabwehr, einem X-Bogen. Hier unten fehlt das natürlich, weil ein Rathaus-Szener nur 3 Stück hat, aber sieht ganz gut aus. Und ich nehme jetzt auch mal gleich den nächsten. Kürzel des Clans ist doof. Das ist doof, Kürzel des Clans. Deswegen nehmen wir uns den hier, weil aus einem Clan etwas raussuchen ist immer sehr mühselig und womöglich ist derjenige gar nicht mehr in dem Clan. Und dann habe ich mir einen Wolf gesucht. Hier war natürlich wieder ein Leerzeichen drin. Okay, es ist der Inside Beer. Nennt sich bei mir in den Kommentaren, glaube ich, Get My Antibiotika. Ich würde gerne mal eine Bewertung kriegen. Jo, kannst du haben. Nämlich heute und
Ich weiß nicht, ob es ein Clan-Springer ist oder so, aber er ist in einer Stunde 40 wieder für einen Clan verfügbar oder er war halt in einem Partner-Clan. Aber ich glaube, der ist schon ganz schön maxed out hier. Da geht der Päcker noch und viel, viel mehr würde ich fast sagen. Zauber geht noch hier hinten, der Klonzauber und der Skelettzauber. Aber viel, viel mehr geht nicht. Viel, viel mehr geht nicht und die Base, oh, die ist auch stark. Oh, die Base ist auch stark, die ist maxed. Na, noch nicht ganz max. Ich sehe es hier, die Magertürme können noch ein Level vertragen. Die gehen bis 13 hoch, also hier geht doch noch ein bisschen was. Aber die haben auch eine längere Laufzeit. Also ein bisschen geht noch, aber Helden hoch. Das schon, ich sage mal, es ist immer die halbe Miete, wenn du die Helden relativ hoch hast. Und ich glaube, er hat länger einen 9,5er gespielt. Denn die hier wären eigentlich auch schon in dem Bereich von Level 3, sind aber erst 2 und deswegen glaube ich, dass es 9,5er war. Die Base sieht hier sehr, sehr gut aus. Das überschneidet sich hier alles gar nicht mal so schlecht. Die stehen auf Luftboden. Die beiden können auch noch ein bisschen was gehen. Ja, ich glaube, ich liege mit meiner Vermutung richtig. War ein 9,5er, hat sich jetzt doch entschieden, den richtigen Weg zu gehen. Ja, geh den richtigen Weg, werd ein echter R10er und rocke vor allen Dingen einen echten R10er, denn die Truppen hast du dafür, die Base hast du dafür, sieht echt gut aus und vielen lieben Dank, dass du dich bei mir gemeldet hast. Ich habe hier 2 Stück abgearbeitet. Wir machen aber jetzt mal weiter mit Clash of Clans Angriffen. Ich weiß, jetzt kriegen alle wieder die Krise. Toto klickt auf Schiff. Nein, mach's nicht. Doch, ich muss es tun. Und ja, ich will wenigstens mal meine Mega-Mutanten hier einmal testen gegen so eine starke Base. Verdammte Eieraxt. Okay. Kurzer Weg oder langer Weg? Was meint er, was machen wir? Kurzer Weg. Der Gegner möchte natürlich, dass ich über diese Seite hier mit diesen Truppen hier, also über die Seite mit meinen Lufttruppen reinkomme. Der hat garantiert hier alle Fallen stehen. Gucken wir mal, ob das auch wirklich so ist. Ich will sie jetzt einfach mal ausprobieren, ob die jetzt wirklich nochmal so den Burner-Schaden bringen oder ob es sich doch nicht gelohnt hat. Jetzt lass mich mal, ich zähle ja wieder mal gern die Lager, ne? 1, 2, 3 da und 1, der hat noch nicht alle Lager. Das ist unsere Chance. Ich glaube, der hat noch nicht alle Lager. Das ist unsere Chance, hier etwas zu reißen. Und dann schicken wir die hier mal rein. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So. Jetzt setze ich die mal nicht alle. Ich will die mal so ein bisschen in den Longshot bringen. So, und 2 noch von ganz hinten rein. Okay, da kommt uns natürlich jetzt die Tonne ziemlich früh entgegen. Aber wir müssen trotzdem wenigstens die Meisterhütte kriegen. Das ist schon mal ein Stern. Okay, die Prozente sind natürlich jenseits von Gut und Böse. Das sehe ich ein. Und vielleicht kriegen wir noch die Tonne. Wir kriegen da hinten die dicke Kanone noch. Wir kriegen die Tonne. Na, kriegen wir die noch? Ah, nein, das ist zu eng. Das ist zu schwierig. Doch, wir haben sie noch gekriegt. Okay, wir haben sie noch gekriegt. Aber, ach, Clanburg lebt da noch. 46% können in jedem Fall 2 Sterne werden. Je nachdem, von wo ich jetzt reingehe. Und ich würde sagen, geh doch auf den kleinen Bogenschützen, dass er meinen Lakaien in Ruhe lässt. Okay, 46%. Das wird eine enge Kiste jetzt. Mal sehen, wie viel Prozente dieses Ding hier gibt. Das Sternlabor gibt 2%. Das Lager gibt in jedem Fall auch 2%. Und danach geht es natürlich direkt auf den Crusher. Super. Naja, geht sofort auf den Crusher. Da kommt wahrscheinlich noch eine Sprungfalle, noch eine Bombe und noch eine Falle. Ja, wie gehofft, ist halt so bei diesen Bases hier. 50%, das ist mau, aber ist nicht so schlimm, ich wollte die Truppe einfach mal probieren, ich weiß, geh mal ganz schnell wieder raus hier, ja, wenn ich das auch wieder sehe, okay, der hat alle Lager, 60 Lakaien gegen diese Base hier, easy peasy, okay, das war's, danke fürs Gespräch und danke für die Pokale wieder mal weniger, warum soll ich mich aufregen, mach ich nachher, hole ich mir einen Boxsack und dann, da steht ganz groß SC drauf und dann boxe ich den Sack. Boah, diesen Sack hier boxe ich nicht. Ob wir den mit unserer Truppe schaffen? Ob wir so einen mit unserer Truppe schaffen? Mal sehen. Mal sehen, was sie. Oh, ja, ich meine, der hat ja relativ viel außen stehen. Ein bisschen stört mich da zwar der, aber ist nicht so schlimm. Oh, wo geht denn? Wieso gehen denn jetzt beide Riesen dahin? Kann denn nicht ein Riese geradeaus gehen? Nur so ein aufreger Tag heute. Ja, ich weiß gar nicht. Ostern feiert ihr sowas? Schön bei Verwandten
schön Ostereier suchen. Ich meine, hier ist das vorbei. Hier erwartet keiner mehr eine große Ostereiersuchaktion. Also zumindest nicht 13-Jährige, die belächeln das jetzt auch schon. Und aber trotzdem, kleine Rituale soll man ruhig beibehalten. Und dafür ist Ostern ja auch eigentlich ein schönes Fest. Allerdings, ja, mir war Ostern immer so ein bisschen zu langweilig. Ich fing dann an mit dem Karfreitag, konnte ich in der Disse. Und weil alles leise, musste alles leise gehen. Und dann durften die auch nicht so lange Musik machen. Oh, da ist ja ein Inferno aus. Dann gehen wir mal über... Oh, da ist ja noch viel zu holen hier. Mist, da ist ja noch ein Lager. Da ist ja noch ein... Oh, da ist ja noch ein Lager hier. Hallo, Goldmine. Ihr müsst auf die Goldmine gehen. Ach, Mensch, des Kindes. Sag mal, wieso... Keiner peilt die Goldmine hier an. Jetzt machen die das, ey. Naja. Okay, die nehmen wir mit. Und dann würde ich sagen, schicken wir den Rest der Truppen mal über diese Ecke hier rein. Über Ecke mag ich eigentlich nicht so. Aber wir nehmen das mal so, wie es kommt hier. Was haben wir in der Clanburg? Perfekt, noch mehr Riesen. Ich nehme jetzt schon Riesen und nehme noch mehr Riesen hier mit rein. Da schießen zwei Mörser, okay. Dann könnt ihr euch jetzt aber trotzdem dazu entscheiden, hier in die Base reinzugehen. Also es spricht nichts dagegen, jetzt den Eingang hier nicht zu nutzen, würde ich mal sagen. Wir haben noch 13 von den Kobolden und die sollen auch hier springen. Denn, mal gucken, ob wir mit so einer Truppe nicht noch irgendwie das Dunkle kriegen. Okay, das Lager peilen die schon mal an da. Das Lager ist schon mal unser. Jetzt bringe ich die mal ein bisschen in Wut hier. Wir gehen mal ein bisschen näher rein. Na, schaffen die das? Schaffen die das? Komm, Schnitz, Schnitz, Schnitz. Ah, fast. Fast geschafft. Okay. Fast geschafft, vielleicht hätte ich es auch einfach nur, hätte ich den Warden einfach nur zünden brauchen, aber ich glaube, die waren sowieso raus aus dem Bereich. Holen wir jetzt eigentlich noch irgendein Lager? Ist hier noch ein Lager auf dem Weg hier? Nee, ich denke mal nicht. Ich denke mal nicht. 46%. Nein, nicht meine Queen kaputt machen. Dann verlieren wir lieber. Und... ich würde sagen, wir machen trotzdem noch einen Angriff hier, damit euch die Oster-Samstag-Folge so ein bisschen versüßt wird. Ich lasst euch von den anderen Folgen übrigens nicht eben mal fordern. Lasst euch davon nicht beirren. Ich habe natürlich ein bisschen vorproduziert für die Osterfeiertage, weil ja, wir natürlich auch nicht immer da sind. Ihr wisst das, Samstag jetzt oder heute, wenn ihr die Folge heute seht, ich muss immer ein bisschen komisch sprechen, weil die auch vorproduziert wurde hier. Und deswegen bin ich natürlich auf der Local Clash, beziehungsweise bin erstmal ein bisschen einen Tag schön in Hamburg. Und Ostermontag, Ostersonntag sind auch ein bisschen verplant bei uns. Also da wird auch nicht ganz so viel gehen, deswegen habe ich ein bisschen vorproduziert. Lasst euch einfach überraschen, was es denn noch so gibt. Oh, Supercell meint's gut mit mir. Ich hatte gerade vorgestern, wenn ich von Samstag sage, ja, da hatte ich ja gerade eine Gamebox abgebaut in der Folge, wo ich gar keinen Bauarbeiter frei hatte erst. Und jetzt habe ich schon wieder, also ich hatte direkt den Tag danach wieder eine Gamebox. Boah, ist natürlich nett. Vielen lieben Dank an Supercell, dass die mich hier so schön mit den Gameboxen beglücken. Ich weiß nicht, in was für einem Abstand die spawnen, ob es da so einen bestimmten Spawnabstand gibt. Ich weiß, wann sie nicht mehr spawnen, glaube ich. Aber doch, ich glaube auch in vollen Bases mit den ganzen Büschen, ich glaube 44 Objekte kann man ja aufnehmen. Da spawnen die dann nicht mehr und ihr seht das schon. Nein, Toto, mach's nicht. Toto, nein. Zweimal in einer Folge. Das kannst du uns nicht geben. Doch, das kann ich euch geben. Das kann ich euch geben. Und... wir zählen eben die Lager 1, 2, 3, 4. Ich sehe 4 Lager. Wieso sehe ich nur 4 Lager? Ah, 5, 6. Oh, der hat die in den Ecken versteckt hier. Sowas. Also billige Prozente schon mal für mich. Das wird trotzdem alles nicht so wirklich reichen. Okay, das sind billige Prozente. Und wir gehen hier trotzdem diesen Weg hier. Wir gehen den harten, aber schweren Weg über den Brutzler hier rein. So. Kampfmaschine setze ich mal jetzt noch nicht. Dann machen wir hier mal ein bisschen. Okay, Freunde, ist halt ein bisschen Nachtdorf-lastiger geworden, ich weiß. Nachtdorf guckt man einfach woanders, das ist nicht mein Ding hier. Erstmal kann ich es nicht so wirklich, zweitens stehe ich da nicht so toll drauf. Und na komm, Dropship, lass nochmal fallen da. Ist dann natürlich auch Max, aber okay.
Ja, jetzt habe ich natürlich gleich wieder ein bisschen Sorge. Da hinten sind zwei Tesla hinter dem Haus, wo ich meine Kampfmaschine droppe, wo sie dann hingeht. Ich droppe sie jetzt mal genau da. Okay, erstmal auf die Mauer. Dann kann ich sie da schon mal zünden. Hier unten sind noch ein paar Skelette unterwegs. Boah. Okay, das ist jetzt ein Stern. Das ist natürlich gegen so ein 6, gegen so ein 6 Armeelagerhaber ist das zu wenig. Und erst recht, wenn die Kampfmaschine jetzt, jawohl, Kampfmaschine, wunderbar. Du holst mir noch die letzten Prozente. Du bist eine echt tofte Type. Und genau, geh erstmal auf den Watchguard, auf die Post. So heißt das im Englischen. Und dann war es das hier mit meiner Kampfmaschine auf leider erst Level 14. Vielen lieben Dank, bist echt super gelaufen. Irre, echt irre. Und yeah, wir haben mal gewonnen. Das ist ja mal super. Das ist mal nicht schlecht. Und das musste ich jetzt mal selber applaudieren hier. Mit einer Luftabwehr. Okay, wie ist er hier reingekommen? Hexen, Hexen von der Seite hätte ich ihm vorher sagen sollen. Ist nicht gut bei mir. Ist nicht gut bei mir, denn die Seite ist ganz gut verteidigt. Vor allen Dingen habe ich habe ja die gesamte Base auf Luftdev stehen. Also die gesamte Base. Ich habe nicht eine einzige Erdmine, glaube ich, im Moment. Weil in der Regel kommt man mit starken Hexen hier um die Ecke oder man kommt auch mit selber mit den Dropships und mit den, ihr habt ihr ja gesehen, 60 Lakaien und die Base hier wird in jedem Fall gezweiert. Es gab auch schon mal jemanden, der hat ihn mit 60 Lakaien hier gedreiert, ohne Probleme. Und deswegen habe ich lasse die einfach auf Luft, denn im Moment kommt es mir ja nicht ganz so auf die Pokale an. Also so auf 2000 will ich jetzt nicht rutschen, aber ihr seht, die machen auf jeden Fall Sinn. Wenn man so mal seine Angriffe ein bisschen auswertet und guckt, wie greift der Gegner am meisten an, und es ist bei mir im Moment tatsächlich am meisten, sind es leider die Lakaien, aber hier haben wir mal verteidigt, hat diese Folge doch einen guten Ausgang, auch wenn es das Nachtdorf ist, springe ich wenigstens nochmal auf mein Tagdorf, und ich hoffe, die Folge hat euch gefallen, wünsche euch nochmal ein frohes Osterfest, und wir sehen uns natürlich am Sonntag, wir sehen uns am Montag, wie auch immer und wo auch immer. Aber ich denke auf meinem Kanal. Bis dahin, euer Toto. Flash.